Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter mit unserem Abarth bzw. der Leiche, die hier auf der Bühne hängt. Im letzten Video habe ich ihn selber kaputt gemacht. Das heißt, jetzt muss er wieder heile gemacht werden. Was machen wir? Nein, wir nehmen nicht den großen Subi-Motor und hängen den da rein, weil ich liebe das Gewissen zu wissen, in der Hinterhand habe ich noch einen heilen Motor. Und genau deswegen kann ich diesen Schaden jetzt auch relativ einfach beheben, weil wir haben noch einen komplett gemachten CNC-Kopf und der kommt jetzt auf diesen Motor drauf. Da muss allerdings noch was angepasst werden, weil große Auslassventile von HEE ins Spiel kommen. Und genau deswegen beschäftigen wir uns erstmal mit meinem Lieblingsthema Leichtbau. Ihr habt euch damals drüber lustig gemacht, warum ich in diesem Fahrzeug Xenon-Scheinwerfer verbaue. Weil, ihr habt recht, totaler Quatsch. Totaler Quatsch nicht, optisch geil, ich mag einfach dieses Xenon-Licht. Allerdings sind die Dinger natürlich schwer. Und da kommen wir nämlich auch zu dem Partner von diesem Video, eBay. Ihr wisst, ich bin großer eBay-Fan. Ich habe meinen Lebtag vor eBay verbracht. Sonntagabends, 18 Uhr, keine Auktion mit Raritäten ist an mir vorbeigegangen, was Autoteile angeht, ohne dass ich drauf geboten habe. Mittlerweile gibt es auf eBay über 80% Neuteile. Und da kommen wir auch genau zu dem Thema dieses Videos, das sogenannte eBay-Teileversprechen. Ihr könnt auf eBay für euer Fahrzeug ganz einfach Teile kaufen mit dem Gewissen, dass diese auch auf jeden Fall passen. Und sollten sie nicht passen, könnt ihr sie 30 Tage lang kostenlos zurückschicken. Warum erzähle ich euch das? Relativ einfach. Damals wollte ich Xenon haben. Xenon sieht gut aus, Xenon ist toll, aber Xenon ist schwer. Ich hole mal meine Waage. Berechtigterweise habt ihr das Gleiche damals auch gesagt. Philipp, warum baust du Xenon in dein Auto ein? Es gibt doch so schöne Scheinwerfer ohne Xenon, die sind bestimmt noch mal leichter. Und genau das wollen wir jetzt klären. Diese beiden Scheinwerfer wiegen zusammen mit Leuchtmittel und Steuergerät sage und schreibe 4,6 Kilo. Was natürlich nicht gerade wenig ist. Nun habe ich aufgepasst, was ihr so kommentiert und dabei kam heraus, nimm doch einfach von dem neueren Abarth die H7 Scheinwerfer. Die haben genauso eine Linse, aber es gibt ein Leuchtmittel dazu, welches mit LED sogar noch heller ist als das Xenon hier. Ganz ehrlich, Leuchtmittel mir aktuell ziemlich egal, weil ich habe glaube ich in den letzten 12 Monaten mit dem Auto nicht einmal das Licht angemacht. Somit werden wir genau da jetzt einsteigen. Holen unser Handy raus und gucken einfach mal, was es auf eBay gibt. Das eBay-Teileversprechen. Ihr öffnet eBay. Ich weiß echt nicht, wie oft ich früher in diese App reingeklickt habe. Anschließend geht ihr auf mein eBay, My Garage. Ganz wichtig ist nämlich, ihr müsst in eurer App erstmal euer Fahrzeug hinterlegen. So, Fahrzeug hinzufügen. Jetzt einfach nur Variante 1. Ihr habt gerade euren Fahrzeugschein parat. Ich natürlich wie immer nicht. Das heißt, wir klicken auf Fahrzeugdetails eingeben. Und auch da müssen wir nur 5 Auswahlpunkte anklicken. Als allererstes Fahrzeughersteller, natürlich Fiat. Modell, leider immer noch ein 500er. Dann Baujahr. In dem Fall wollen wir jetzt ja Scheinwerfer von einem neueren Fahrzeug. Das heißt, wir klicken einfach mal an Baujahr 2020. Typ, ganz wichtig, 1,4er Turbo. In dem Moment findet er automatisch schon den Motor. Los geht's. Jetzt habt ihr direkt in My Garage in der Übersicht hier unten nur noch Teile, die zu eurem Fahrzeug passen. Das heißt, ihr bekommt direkt angezeichnet, dass das Teil zu eurem Auto passt. In meinem Fall ist es jetzt folgendermaßen, ich möchte jetzt trotzdem gerne die Suche testen. Das heißt, ich gebe jetzt zusätzlich hier in die Suche einfach Scheinwerfer ein. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir Scheinwerfer finden, die nur bei meinem Auto passen. Bumm. Siehe da, gleich als erstes. Fiat 500 ABAC Xenon Scheinwerfer, den wollen wir nicht, den haben wir ja drin. Und direkt darunter, man sieht es hier, Halogen Scheinwerfer. Ganz wichtig, der grüne Haken. Der grüne Haken heißt bei dem eBay-Teileversprechen, dass dieses Teil zu eurem Fahrzeug passt. Das heißt, ihr habt die Garantie, dass das Teil passt. Wenn es nicht passt, habt ihr 30 Tage Zeit, kostenlos mit einem Rückversandetikett von eBay die Teile wieder zurückzuschicken. Wirklich easy, einfach anklicken, ihr seht sofort, das Teil passt für euer Auto. Es kommt sogar noch auf der nächsten Seite. Wir packen jetzt 2 Scheinwerfer im Warenkorb, bestellen die Dinger und dann hoffe ich, dass sie morgen da sind. Und ich bin gespannt, wie viel die Dinger leichter sind. Gesagt, getan, 24 Stunden später tatsächlich, das klappt bei uns immer echt gut. Tatütada, da, die Post war da. Boah. Geil, das ist schon mal ein großer Unterschied optisch. Also, man muss dazu sagen, ich weiß, es gibt ganz viele, die werden den Scheinwerfer umso mehr feiern, weil ganz viele haben auch die ganze Zeit gesagt, ey, du musst umbauen auf Facelift. Ich war eigentlich mehr so der Originaltyp, weil, weiß ich nicht, findest du, dass der irgendwie böse aussieht? Ja, also, doch schon, wenn man sich jetzt mal anguckt. Echt? Ja, doch, natürlich. Und allein, dass er das Chrom hier nicht hat. Hast ja recht. Hierbei ist es jetzt, der kommt hoffentlich schon direkt mit Leuchtmittel, genau.
Hier ist jetzt natürlich einfach nur eine ganz normale H7-Birne drin, mit der wir nichts anfangen können. Also was heißt nichts anfangen können, ne? Da ich das Licht eh nie angemacht habe, ist egal, welches Leuchtmittel da drin ist. Aber diese Birne können wir ganz einfach ersetzen gegen, kennt ihr das, wenn man erst die Klemme aufmacht und dann versucht, den Stecker runterzuziehen? Das ist immer das Gleiche, ne? Diese Birne könnt ihr ganz einfach ersetzen durch ein LED-Licht. Zack. Durch ein LED-Licht. Schon sollt ihr deutlich, deutlich mehr Licht haben. Das habe ich natürlich auch gleich mitbestellt. Philips LED. Ah, ich bin im Unboxing nicht so gut, ehrlich gesagt. Ich bin eher der Typ, der immer aufreißt. Alter, Junge. Alter, hat die Lüfter drin? Ist jetzt Twin Turbo Scheinwerfer. Die Lampe raus, die Lampe rein. Bis zu 230% mehr Licht, klar, gegenüber der H7-Birne. Aber ich bin wirklich gespannt, das kann ich euch jetzt so Sekunden im Hellen natürlich nicht zeigen, aber mit ganz viel Glück am Ende des Videos bekommt ihr nochmal einen Vorher-Nachher-Vergleich. Eingebaut links, rechts, mit und ohne. Und wie hell das Ganze ist. Wenn es dunkel ist. Im Hellen wird man es nicht sehen. Aber in Summe, glaube ich, ist das hier ein Step, wo man wirklich sagen kann, dass wir nicht nur eine Gewichtsersparung erzielen, das werden wir jetzt gleich checken, sondern am Ende auch noch eine neue Optik haben. Also, wir erinnern uns, wir sind mit 4,6 Kilogramm ins Rennen gegangen. Damit es jetzt keine Verwirrung gibt, machen wir natürlich hier wieder Deckel drauf. Scheinbar von meins. 3,35. Knappe, jetzt müssen wir die LEDs noch drauf rechnen, ja, 1,2 Kilo weniger. Ist jetzt nicht viel, aber 1,5 Kilo knapp, 1,2 Kilo nur für einen neuen Scheinwerfer, der vielleicht auch noch ein besseres Licht macht, ist natürlich auch nicht wenig. Ne? Ja, und prozentual. Prozentual ist natürlich schon ganz gut. Und prozentual ist auch das Gute, dass das Gewicht genau da ist, wo wir es haben wollen. Also weniger ist, wo wir weniger haben wollen. Vor der Vorderachse relativ hoch. Macht der Kilo natürlich 10-mal viel mehr Sinn als hinten irgendwo in der Mitte. Boah, doch, stimmt schon. Kann schon sein, dass das Ganze deutlich. 3, 2, 1, Risiko. Ja, das sieht schon frech aus. Ja, frech sieht einfach dieses Licht aus. Das sowieso. An der Stelle nochmal vielen Dank an eBay. Das aktuelle eBay-Teileversprechen. Wäre es jetzt dazu gekommen, dass die Scheinwerfer nicht passen, 30 Tage lang kann ich sie zurückschicken, kostenlos, und bekomme das Geld zurück. Bevor wir das Ganze jetzt einbauen, weil ihr seht, es fehlt die Front, beschäftigen wir uns erstmal mit dem Thema Zylinderkopf, der soll morgen kommen. Jetzt geht's direkt weiter mit dem Zylinderkopf. Zu dem Zylinderkopf, wir machen mal einen Link rein, eine Infokarte. Da gibt es ein Video zu, wie wir bei NG Motorsports diesen ganzen Kopf gemacht haben. Das heißt, der Kopf ist komplett bearbeitet. Das heißt, Einlasskanäle gefräst, Brennräume gefräst, Ausgasventile gefräst. So, dann haben wir den Kopf auf der Flowbench durchgemessen und nagelt mich nicht fest, es waren so roundabout 20% Flow, die wir mehr hinbekommen haben bei gleichem Ventilhub. Das heißt, von der Theorie her gehen hier 20% mehr Luftmasse durch. Das wird auch der Punkt sein, wo wir dann nämlich die Software anpassen müssen, weil idealerweise bei gleichem Ladedruck viel, viel mehr Luft im Brennraum ist. Das heißt, er wird magerer. Natürlich kann das Steuergerät anfetten, aber es ist halt nicht cool, dauerhaft in dieser Regelung zu fahren. So war die Theorie. Das heißt, ich habe schon eine relativ hohe Hoffnung in diesen Zylinderkopf. Jetzt kommt allerdings noch folgender Aspekt dazu. Ihr erinnert euch, HAE, das ist der Hersteller, von dem ich auch die Ansaugbrücke hatte, den Abgaskrümmer, das Abgasgehäuse und so weiter, die da echt richtig Gas geben auf dem Abarth-Markt. Die haben jetzt noch neue Ausgasventile dafür extra angefertigt. Und die haben wir jetzt auch noch verbaut. Das hier ist das Serienventil, ist echt süß, könnte halt so ein Motorradkopf sein, ne? Sind halt aber auch nur 1,4 Liter. Und die Ausgasventile sind jetzt hier auch noch in den Kopf reingekommen. An der Stelle vielen, vielen Dank an Renke, Hermann, Motorenentwicklung, dass ihr mir so schnell die Ventile hier reingesetzt habt, weil Ventile kamen gerade erst an und das Ding soll ratzfatz rein. Deswegen ist der Kopf jetzt so ready. Warum große Ausgasventile? Relativ einfach. Große Ventile sind immer gut. Große Einlassventile wären auch toll, gibt es noch nicht, ist HAE jetzt dran. Aber damals bei der Limo habe ich wirklich 1:1 den Test gemacht, Auslassventile groß. Spürt man ehrlich gesagt gar nicht in der Leistung, weil die Leistung ist eher dadurch begrenzt, dass irgendwann der Punkt kommt, wo der Druck im Krümmer zu hoch ist. Das heißt, egal wie groß das Ventil ist, man kriegt nicht mehr Abgase durch den Turbolader.
Aber man kriegt mit dem großen Haushaltsventil natürlich mehr Abgase in den Krümmer in mittleren Drehzahlbereichen. Das heißt, bei der Limo habe ich es ganz extrem gemerkt, dass große Haushaltsventile dafür gesorgt haben, dass das Ansprechverhalten der Turbolader besser wurde. Weil man einfach im mittleren Bereich, wo der Lader kommt, oder auch beim schnellen Reintreten, also es muss doch nicht mal geringe Drehzahl sein, es kann auch hohe Drehzahl sein, wo man ruckartig reintritt, kriegt man die Gase, die durch die Verbrennung entstehen, wenn der Kolben wieder hochgeht und das Auslassventil aufgeht, wenn da das Ventil größer ist, kriegt man das natürlich schneller in den Krümmer und kriegt schneller in den Turbolader angetrieben. Deswegen bin ich der Meinung, ist gerade für die Rennstrecke ein großes Auslassventil wichtig, weil das ist ja das Einzige, was bei dem 1.4er nicht so gut ist, ist, dass er im mittleren Bereich, ja, man kann jetzt auch nicht sagen, dass er träge ist oder zu wenig Leistung hat, weil wir haben ihn da ja auch kastriert mit Absicht, dass halt das Drehmoment nicht zu hoch geht. Aber je besser wir ihn kastrieren können, je cooler lässt es sich regeln am Ende. Das heißt, ich bin der Meinung, wir werden hier schon ganz gut Spool im mittleren Bereich hinkriegen. Witzig ist auch zu sehen übrigens, warum haben wir die Brennräume gefräst? Da wollte ich einmal noch mal kurz drauf eingehen, weil man sieht ja schon an den Gussunterschieden vom Brennraum zu Brennraum, wie unterschiedlich dann doch so ein Brennraum gegossen ist. Und genau deswegen werden diese Brennräume einmal gefräst, dass jetzt alle vier Brennräume wirklich das identische Volumen haben. Identische Volumen heißt theoretisch identische Verdichtung. Das heißt, jeder Zylinder arbeitet genau gleich. Und man geht nicht ins Rennen mit verschiedenen Zylindern, mit verschiedenen Drücken. Deswegen macht man einfach dieses Brennraumfräsen. Damit wir nicht zu viel ändern, weil bei diesem Auto ist es ja schon so, ich weiß, an manchen Stellen ändern wir schon zu viel, aber wir wollen ja auch vorankommen, habe ich mir überlegt, wir machen Folgendes, beziehungsweise wir haben Folgendes gemacht. Der Kopf ist komplett montiert mit alten Ventilfedern und alten Unterlegern. Also wir haben hier auf der Auslassseite schon was drunter gelegt, Scheiben, dass die Ventile mehr vorgespannt sind, passend zum Ventilloop. Und damit wir nicht da die nächste Baustelle einbauen, beziehungsweise Baustelle im Sinne von, damit wir wirklich wissen, was der Kopf bringt, werden wir nur den Kopf tauschen, alte Nockenwellen, alte Ventilfeder. Weil die Ventilfeder müssen immer zu den Nockenwellen harmonieren, weil es immer den Punkt gibt bei einer Ventilfeder, wann die auf Block geht. Und wenn ich jetzt eine Nockenwelle einbaue, die mehr Ventilloop hat, kann es sein, dass wir die Federn hier schon zu krass unterlegt haben. Weil wenn man hier so drauf guckt, sieht man ja auch schon, wie stark die so unterlegt sind. Achso, die Ventilfedern sind übrigens auch von HE. Also ist bald hier ein kompletter HE-Motor. Das heißt, wir können wirklich danach sagen, erstens, was bringt große Auslassventile ans Spool und was bringt generell der Kopf an Flow. Jetzt ist natürlich eine Sache, Thema Ansaugbrücke. Beim letzten Mal, als wir die große Ansaugbrücke drauf gemacht haben, haben wir gesehen, wie viel der Kanal zu klein ist. Ich hatte die Hoffnung, dass mit dem gemachten Kopf die Kanäle jetzt groß genug sind. Sind es aber auch wieder nicht. Aber wir können mal einmal messen, wie viel sie noch zu klein sind. Ja, das sind leider immer noch zu jeder Seite ein guter Millimeter. Also ein Millimeter ist jetzt schon mal weniger schlimm als vorher. Da waren es ja eher 2 Millimeter. Da sieht man mal, wie viel die Kanäle schon größer sind. Jetzt gucken wir mal einmal nochmal hier nach oben. Ja, und nach oben wird es auch ein bisschen sein. Ja, das können wir leider auf gar keinen Fall so anbauen. Da müssen wir, ja, wir müssen jetzt in dem Moment den Kanal anpassen. So, wie machen wir das Ganze jetzt passend? Ich würde vorschlagen, wir reinigen diese Fläche. Und dann machen wir den guten alten Sahara-Trick und holen uns aus dem Lager einfach ein bisschen Farbe. Pinseln hier einfach ein bisschen Farbe drauf. Am allerliebsten hätte ich natürlich eine Ansaugbrückendichtung oder irgendwas, hat er aber nicht. Deswegen hatten wir hier ja auch schon die Ansaugbrücke so eingeklebt. Deswegen müssen wir da einmal kurz sauber machen. Also das Polarweiß, nicht ganz Polarweiß. Das ist tatsächlich jetzt keine Spezialfarbe zum Übertragen von Flimmbildern, sondern das ist einfach nur aus dem Lager die Farbe, womit wir unsere Curbs für die Messen immer anstreichen. Ganz easy. Ganz wichtig ist, wir brauchen jetzt natürlich nicht die ganze Fläche anmalen, sondern es geht uns ja wirklich nur um die Bereiche, um die Brücke. Das heißt, ich pinsel jetzt die hier einfach so ein bisschen einmal an. Das Ganze natürlich schön in Fetten vorher. Auch nicht zu dick, damit das nicht gleich verläuft, sondern das soll wirklich gerade mal nur deckend sein. Alter, wie zu den alten Mofa-Zeiten, wo man noch so Zylinder bearbeitet hat. So, bevor wir jetzt nämlich die... Bevor das nachher verläuft, im Sinne von, dass die Dichtfläche doch wieder falsch übertragen ist, gehen wir hier einfach einmal kurz durch. Ah ja. Alter, ich ziehe mir eigentlich dauerhaft Handschuhe an, ne? Nur genau jetzt das eine Mal nicht. Und ist wirklich so. Jetzt nehmen wir uns zwei Schrauben. Gleich das passende Werkzeug mitnehmen, damit wir auch das gleich anziehen können. Und jetzt nach Möglichkeit das Ganze natürlich so machen, dass wir sie nicht mehr bewegen, wenn ich sie einmal angesetzt habe. Dafür kann ich folgenden Trick empfehlen. Wir legen uns einfach ein paar irgendwas, was wir gerade da haben dazwischen. Dann können wir sie nämlich da drauf legen, ohne dass sich direkt die Farbe überträgt. So, jetzt setzen wir die Arme an. Zack. Je mehr Schrauben man reindreht, je genauer sitzt es am Ende auf jeden Fall.
Ja, das Ganze lassen wir jetzt, keine Ahnung, mal eine Stunde trocknen. Und dann ziehen wir die Brücke ab und sehen hoffentlich vielleicht ein Ergebnis. Der Moment der Wahrheit. Gucken, ob unsere Wandfarbe funktioniert hat. Oh. Okay. Jawohl. Ein bisschen aus wie so ein Tampondruck. Bei dem hier würde ich ehrlich gesagt leider sagen, dass hier die Farbe rübergequetscht ist. Mhm. Sieht man so, ne? Also ich glaube schon, dass der genauso wie der hier ein bisschen über die Kante guckt und die Farbe darüber ist. Und hier auch. Mhm. Also wir waren leider wieder mit der Farbe zu sportlich. Und dann sieht man auch, dass es doch nicht ganz so viel Versatz ist. Also ja, ein bisschen. Es sieht ein bisschen aus, als wenn die ganze Brücke ein bisschen nach da kommt. Aber das können wir ja einmal kurz nachmessen, wie viel das ist. Na, 7,4. Ja, und die Schraube hat 6,8. Das ist nicht viel. Weil man darf immer nicht vergessen, die, selbst wenn wir jetzt 1 mm Spiel in dem Loch der Schraube haben, addieren sich ja die ganzen Toleranzen von den ganzen Löchern und am Ende sieht man ja sogar schon an manchen Stellen, wie ich beim Reinschrauben ein leichtes Gewinde hier reinschneide in die eigentliche Brücke. Das heißt, da werden wir definitiv nichts verschieben können. Ja, okay. Dann wissen wir jetzt immerhin, wie wir sie bearbeiten müssen. Ich würde schon sagen, dass überall genug Fleisch ist, dass wir das hinkriegen. Okay, dann würde ich sagen, als allererstes nehmen wir einen richtig groben Fräser und dann müssen wir das Ganze noch irgendwie schön verschleifen mit irgendeinem... Warte mal, ich suche mal kurz was. Ein paar Sekunden später. So, hohoho. Also, hier seht ihr jetzt ja schön durch die Farbe, was alles weg muss. Jetzt habe ich mir das Leben einfach gemacht, habe den ganzen Kopf einfach in Folie eingewickelt, immer das Beste, und habe anschließend schönes Gaffertape genommen. Und habe quasi großzügig die Folie weggeschnitten und habe dann mit Gaffertape wieder die Kanten hergestellt. So, das heißt, jetzt kann ich da ohne schlechtes Gewissen drin rumdremeln und das Ganze groß machen. Ich zeichne mir jetzt nochmal grob an, weil natürlich an manchen Stellen die Farbe wie hier verlaufen ist. Weil wir sehen ja, dass eigentlich hier die Kante ist. Das heißt, ich zeichne mir jetzt zur Sicherheit trotzdem nochmal an den Stellen, wo die Farbe verlaufen ist. Wo ich hin muss, weil man sieht ja, von hier oben kommt die Kante runter. Hier genauso. So, und dann nehmen wir diesen Kollegen. Ganz vorsichtig, weil da ist halt echt Saft hinter, auch idealerweise mit beiden Händen und dann danach gehen wir nur noch mit dem hier oder, wenn es ein bisschen kleiner sein soll, mit dem hier durch und dann sitzt das. Sieht aufwendiger aus, als eigentlich ist. Danach muss man das Ganze natürlich noch wieder schön reinigen. Die halbe Miete ist schon mal, wenn man es vorher gut verstopft. Und ich mache auch immer Folgendes, bevor ich meine Tücher hier wieder rausziehe, sauge ich es ab. Aber unterm Strich reicht das vollkommen. Je näher man rangeht, je besser muss die Brille sein. Alter, sind die neu? Ja. Boah. Meine letzten sind leider noch am Kinderwagen von der Nordschleife. So. Ja, jetzt kommt CNC-Kette hier. Ja, ich habe auch ganz ehrlich ein schlechtes Gewissen, da so viel rauszunehmen. Also das wird dann jetzt der Kopf, der nur für diese Brücke ist. Das Problem ist halt einfach, dass die Brücke hier halt komplett rund und offen ist. Aber sie geht halt auch wirklich so krass auf. Also es ist jetzt noch nicht mal so, sondern wir müssen sie wirklich so weit aufmachen. Da habe ich natürlich ein bisschen Schiss vor. Aber eigentlich ist hier ehrlich gesagt genug Fleisch. Also mit ganz viel Pech zerstören wir hier gleich den ganzen Kopf. Aber wir können dabei. Junge, wie er sie aussieht. Ey. Aber die Kombination für jeden, der irgendwas bearbeiten will, ist einfach ein Traum. Junge, Alter, es ist lightweight hier. Kann ich nicht anders sagen. Also das wird auch so krass zum Ventil hin dann beschleunigt, dass das schon... So, jetzt müssen wir einmal mal gucken, womit wir jetzt die schönere Kontur hinbekommen. Ich würde fast sagen, wir gehen jetzt erst mit dem kleinen und schleifen die Spitze und gehen dann auf den großen. Damit arbeiten, ne? Jetzt sind wir die nächste Größe, weil je größer das Ganze ist, je schöner kriegt man natürlich so einen Radius geschliffen, ne?
Je kleiner das Ganze ist, je mehr Wellen kommen da rein. Jetzt im letzten Step nehmen wir nochmal hier so einen schönen, bereits abgeschliffenen Fächerschleifer, den wir da nochmal ein bisschen durchziehen zum Glätten. Also wie poliert hier. Junge. So, jetzt einmal aussaugen und dann haben wir es. Also es war dann doch ein Tuck mehr Arbeit als gedacht, weil wenn man jetzt hier so reinguckt, sieht man mal, was da jetzt am Ende doch so rausgegangen ist. Am besten sieht man das, wenn man wirklich so drauf guckt. Die sind dann doch schon ganz schön groß geworden. Ich habe mir beste Mühe gegeben, dass es gleichmäßig ist, dass der Kanal schön gerade ist, dass da keine Wellen drin sind. Vielleicht hört man das auch mit dem Finger ganz gut so. Mhm. Aber jetzt sieht man hier schön den Unterschied. Also falsch, jetzt kann ich euch einmal live zeigen, warum CNC-Köpfe so geil sind. Weil selbst wenn ihr jetzt hier drauf guckt, sieht man, wie ich das niemals auf allen Zylindern gleichmäßig hinbekommen habe. Da geht mit Sicherheit mit ganz viel Fleißarbeit noch ein Tucken mehr. Aber es ist halt einfach so, also mir graut es auch schon davor, wenn es hier nochmal was kaputt geht. Das heißt, wir brauchen definitiv ein CNC-Programm, dass man den Übergang gleich so passend machen kann. Weil das jedes Mal machen, das ist halt wirklich für einen Motor, der öfter mal fliegen kann, nicht sollte, aber kann, ist es halt einfach, da wäre es halt schöner, man nimmt es aus dem Regal, bumm, drauf, fertig. Ne? Aber pass auf, guckt euch mal, wenn man hier jetzt mal vorher nachher anguckt, übertrieben gesagt. Das ist jetzt der Serienkopf, den ich vorher gefahren bin, komplett ohne irgendwas bearbeitet. Da kriege ich sogar kaum meinen Finger rein. Ja krass, mit dem Finger da sieht man so heftiger. Ja, der steckt da richtig so drin und hier ist halt wirklich Luft ohne Ende. Ne? Also der Teil, das ist jetzt ja alles nur der Übergang, aber selbst auch die Bereiche hier, wie der Kanal aufgeht. Guck mal, hier komme ich nicht mehr rein. Mhm. Sind halt schon Weltenunterschied. Also wirklich Weltenunterschied. Ja, ich bin gespannt, was passiert. Stehbolzen bleiben die alten, M9 einfach drin. Kopfdichtung nehmen wir einfach wieder die Originale. Die gibt es in dünn und dick. Wir fahren tatsächlich die dünne. Normalerweise würde man ja immer eine dicke Kopfdichtung, weniger Verdichtung, mehr Leistung. Aber bei uns zählt ja schon noch so ein bisschen der Spool in der Mitte. So diese Spontanität des Motors. Und da ist die dünne einfach besser. So, und jetzt kommen wir nämlich zu dem Problem. Mir ist beim Zerlegen Folgendes aufgefallen. Der Motor hatte tatsächlich gar keine von diesen Zentrierbuchsen. Diese Zentrierbuchse kommt an zwei Stellen. Hier hin. Und hier hin. So. Und sorgt dafür, dass der Zylinderkopf auf jeden Fall parallel zum Block ist. Liegt einfach daran, Kurbelwelle, Nockenwelle, Zahnriemen, läuft kacke. Plus, die Kopfdichtung soll sich natürlich auf diesen ganzen Bohrungen etc. nicht verschieben. Und das ist halt auch so eine Sache. Ich vermute, als ich ihn zusammengebaut habe damals, habe ich einfach die M9 Kopfbolzen da reingedreht, die Dichtung draufgeschmissen und zusammengebaut. Können das ja auch mal testen. Weil die Kopfdichtung sitzt da schon nicht schlecht drauf. Weil das ist M9. Ja, wobei ein bisschen Luft ist schon. Weil sowohl hier ist Luft und jetzt kommt noch der Teil, der viel größer ist, viel krasser ist. Diese Löcher hier haben sogar schon 10. Original. Sieht man hier besser. Ja. Also ich weiß echt nicht, was ich damals gemacht habe. Also ja, ist jetzt absolut nicht. Ich habe Glück gehabt, dass da ist nichts passiert. Das hat genau gepasst. Ich habe auch nochmal alte Bilder geguckt, ob ich sie vielleicht irgendwo rausgezogen habe und irgendwo hingelegt habe. Aber wirklich, da muss ich leider damals in irgendeiner Nachtschicht. Boah, diese Kanäle motivieren mich aber schon, ehrlich gesagt. da muss ich irgendwo, weiß ich nicht. So, ist jetzt auch egal, können wir nicht ändern. Jetzt bin ich ins Lager gegangen, hab geguckt. Bei dem Subi-Motor habe ich keine. Dann habe ich noch einen Ersatzblock da stehen, sind auch keine drauf. Also Ersatzblock, der Originalblock, der ursprünglich in dem Auto mal drin war, auch keine mehr. Dann bin ich ins Lager oben gegangen, habe noch einen kompletten Motor, den habe ich jetzt schnell zerlegt, in der Hoffnung, dass da Buchsen drin sind, also war nur noch Block mit Kopf. Und selbst da ist nur eine einzige Buchse drin. Echt, der war zusammengebaut, nur mit einer einzigen. Das heißt, zur Sekunde habe ich jetzt nur genau diese eine Buchse, muss morgen erstmal bei 4 ein paar Buchsen orgern. Das ist das Problem, wenn man so ein Auto nicht so häufig schraubt, bei VR6 oder bei Limo, wenn mir das nicht passiert. Da haben wir sowas alles immer liegen. Aber da das jetzt ja das erste Mal ist, kann ich jetzt an dieser Stelle leider nur das Video beenden. Ich hätte gerne euch den laufenden Motor gezeigt. Geht aber nicht. Weil jetzt, also ohne die Buchse zusammenbauen, auch wenn es vorher geklappt hat, mache ich nicht. Bin ich einfach zu alt schon für. Weil das soll vernünftig sitzen. Weil ich glaube, das wird der Motor.
Und für den Motor brauche ich definitiv eine zweite Buchse. Deswegen tut es mir leid, dass wir jetzt an dieser Stelle hier Feierabend machen müssen. Ja, im nächsten Video zeige ich euch dann, wie ihr hoffentlich vielleicht anspringt. Dann werden wir auf den Prüfstand fahren, direkt zu KKS. Ja, wir machen da ein Video raus. Das nächste Video wird definitiv sein Prüfstand, also anschmeißen plus direkt Prüfstand, weil wir wollen das Ding auf dem Prüfstand nicht ausquetschen des Todes, sondern auf dem Prüfstand soll das Ding einfach nur abliefern. Also wir wollen einfach nur gucken, wie viel, weil die gleiche Leistung, deswegen müssen wir auch zu Chris fahren, weil wir wollen den gleichen Prüfstand haben, damit man wirklich sieht, was der Kopf jetzt gebracht hat. Bei gleicher Leistung, wie viel Ansprechverhalten, besser, schlechter, wie viel Ladedruck, mehr oder weniger und vielleicht, was können wir leistungsmäßig noch rausholen. Ich habe von Debilas noch einen Satz krassere Nockenwellen bekommen, die bauen wir aber erstmal nicht ein. Ja, wenn wir ganz motiviert sind, machen wir das vor Ort, aber mal gucken. Ich denke, Inhalt war trotzdem ganz cool von dem Video. Wieder was gelernt. Ich feiere es. Ich find's geil. Es wird gut. Jetzt zusammenstecken. Und los geht's. Tschüss. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß bei eBay beim Shoppen.